Samstagmittag, 350 Zuschauerinnen und Zuschauer im Allenriede-Stadion. Die U23 von Hannover 96 empfängt Blau-Weiß Lohnen. Nach 4 Minuten der zweite Eckball für die Gäste. Präzise geschlagen, Hollenbach und rein damit! Lorenz Hollenbach versetzt dem Tabellen-7. aus Lohne den frühen Dämpfer. Und Gegner, die ins Allenriede-Stadion kommen, müssen sich auf frühe Gegentore einstellen, denn es ist das 4. Heimspiel in Folge, in dem die U23 innerhalb der ersten 10 Minuten führt. Lohnes Trainer Uwe Mörle, der zwischen 2002 und 12 unter anderem für Wolfsburg und Rostock in der Bundesliga gespielt hatte, hat nach dem 1:2 in Oldenburg nur eine Veränderung vorgenommen. Nisiri ersetzte Kapitän und Torschützen Tönnies. Wieder Ecke nach 40 Minuten in einem bisher highlightarmen Spiel. Die Situation scheint zunächst geklärt zu sein. Dann aber kommt der Ball aus hoher Luft zu Nico Tobin und der netzt ein. Alles wieder offen. 5. Saisontreffer für den Mittelfeldspieler. Beim 5:0 Erfolg gegen den Bremer SV hatte er einen Doppelpack beigesteuert. Hier hat er es richtig gut gemacht, spekuliert und auf den richtigen Moment gewartet, um ins Eck abzuziehen. Viel mehr passierte nicht in der ersten Hälfte. Das Unentschieden zur Pause ging in Ordnung. Wir schwingen ins nächste Highlight, 62. Minute. Die Mannschaft von Daniel Stendel nach dem Sieg gegen St. Pauli letzte Woche übrigens mit 4 Veränderungen. Eine davon ist Hüseyin Şakrun und der macht das 2:1 nach einer knappen Stunde. Und sein Teamkollege Lars Gindorf, der kann nicht nur Tore schießen, sondern auch welche vorbereiten. Er sieht, dass Şakrun da lauert und zerschneidet mit seinem Pass Lohnes Abwehr. Die Gastgeber wollen jetzt alles eintüten und starten keine 5 Minuten später den nächsten Angriff. Stepancev mit dem Megapass in die große Schnittstelle auf Nkula. 3:1. Joyce, Philippe, Nkula mit der Vorentscheidung. Stepancev leitet ein und Nisiri von Blau-Weiß kann Nkula nicht mehr einholen. Zeit für eine Aufholjagd wäre aber noch. Allerdings sind es nur noch die 96er, die den Ton angeben. Und zu allem Überfluss gibt es auch noch einen Platzverweis für Sandro Heeskamp, der Nkula auf die Waden steigt. Die Gäste in der Schlussphase also nur noch zu 10. Beim darauffolgenden Freistoß gern mal Zeitstempel zum Zurückspulen merken, denn der ist eine richtige Augenweide. Lars Gindorf! Gegen Spenne Fenaus in bester Haaland-Manie getroffen. Heute mal Kick it like Beckham. Ein Traumfreistoß. Ich brauche erstmal Sauerstoff. Wer sagt, das geht schöner, der hat zu viel Fantasie. Dieser Tor des Monatsanwärter, der Schlusspunkt in der Partie. Hannover entscheidet mit 3 schnellen Toren das Spiel. Wir hören die beiden Trainer. Ja, ich glaube, es ist natürlich selbstredend, dass wenn wir in Hannover mit 1:4 verlieren, dass vieles vielleicht nicht ganz so gepasst hat. Trotzdem glaube ich, dass wir, wenn wir das gesamte Spiel nochmal in Summe bewerten, glaube ich, dass wir bis zu dem 1:2 natürlich schon auf Augenhöhe gespielt haben. Es war dann auch sehr, sehr umkämpft, viele Zweikämpfe und wir haben dann, finde ich, eigentlich in einer ganz kurzen Phase das Spiel verloren, glaube ich. Da war dann 96 einfach ein Tick konsequenter. Die haben das dann auch gut zu Ende gespielt. Wir haben so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel dann verloren. Inklusive des Platzverweises dann, glaube ich, dann nochmal zurückzukommen. Das ist dann gegen die Mannschaft ja fast unmöglich. Das war dann auch so, aber trotzdem, so ehrlich muss man auch sein, dass so zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht dann der Gegner eben auch diesen Tick besser ist als wir. Wir wussten, dass wir kein Hin und Her wollten. Wir wollten ein klares Spiel haben und das haben wir in der zweiten Halbzeit dann total umgesetzt und zum Glück auch die 3 Tore gemacht, die das Spiel dann eigentlich relativ in kurzer Zeit für uns entschieden haben. Nächste Aufgabe für Hannover 96, Phoenix Lübeck und Blau-Weiß Lohne empfängt SSV Jeddelo.